In Hamburg ist aber meine Damen, herzlich willkommen, Freunde, zu dem ersten Buy fürs Geilen FC 25 für mich. Und heute habe ich einen besonderen Gast dabei. Es ist Wakes und wir machen heute eine Rekord-Price-Range. Was geht ab, Tim? Peace, Freunde, ich bin auch dabei. Von Rekord-Price-Range wusste ich noch gar nichts. Was hast du hier vor? Erzähl mal. Bro, also ich habe gesehen, ihr habt zuletzt 10k gemacht und ihr habt das Rekord-Price-Range gemacht, weil es die erste Price-Range war. Deswegen machen wir heute 12,5. Wir gehen langsam höher, Bro. Okay, hört sich gut an. Wenn wir immer weiter höher gehen, Bro, gibt es immer krassere Price-Range. Deshalb, wie viele Likes sollen die Leute raushauen, damit wir noch höher gehen, Bro? Boah, Freunde, ich würde sagen, lasst einfach jeder ein Like da. Wenn genug Likes zusammenkommen, dann machen wir höher. Wenn nicht, dann bleiben wir einfach dabei. Ist doch ein Deal, oder? Okay, Leute, Teams sind leer. Bye for Sky wie immer. Aber es gibt zwei Joker, die wir verwenden dürfen. Wir dürfen zwei Spieler aus unserem Verein in unser Team hinzufügen. Und die anderen 9 Spieler werden wir einfach snipen. Boah, so ein Team zu FC 25 wäre doch genial. Aber wer kann sich sowas leisten? Bei Looper findet ihr die günstigsten und sichersten Coins auf der ganzen Welt. Und es ist unfassbar leicht. Zum Beispiel 100.000 Coins kosten aktuell 60 Euro. Ihr klickt auf die 100.000 Coins, gebt den Code NHEISEN ein und spart weitere 8%. Und zusätzlich bekommt ihr 5% extra Coins. Und das Ganze ist innerhalb von einer halben Stunde auf eurem EAFC-Konto. Zudem benutzen extrem viele Creator Lootbar. Also wenn ihr FC25 Coins braucht, dann Link in der Videobeschreibung. Okay Leute, ich bin ready. Position ist ausgewählt, Mindestprice Range ist drin. Ich gehe rein. Let's go. Komm, erzähl. Ich bin auf dem Transfermarkt 12,5k und... Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Soll ich dir als erstes geben, oder was? Ja, komm, gib mir mal als erstes. Dann gibt's von mir zum Start. Du kennst es. Es gibt die 10. Die 10? Haaland-Prank! Okay. Komm, du kriegst von mir Seite 1 Nummer 1 für den Start, Bro. Haaland-Prank? Was ist denn ein Haaland-Prank? Kennst du nicht? Norwegen. Haaland, oder was? Ich dachte, du bist FIFA-YouTuber. Hä, hey, Haaland ist doch Haaland-Prank. Ja, bestimmt. Wie? Achso, Hegerberg. Ja, danke. Hey, Feier, lange Feier, Party, Digga. Hegerberg. Okay. Dann haben wir beide den gleichen Landsmann bekommen. Okay, Leute. Ich habe ein bisschen gespoilert. Ich habe Hegerberg bekommen. Aber ich will direkt einen krasseren Spieler. Genau deshalb werde ich jetzt meinen ersten Joker von 2 verwenden. Auf dem rechten Flügel werde ich eine Keile-Karte ansetzen oder reintun. Und die Karte ist crazy. Ich glaube, ihr wisst es. So, Bro, du bist dran. Ja, bei mir sind Icons und so am Start. Wie? Ja. Bei 12,5? Ja. Boah, da gebe ich dir die 7. Das ist keine Icon, die 5 wäre die Icon gewesen. Sie hat einen Hut auf. Kleiner Spoiler. Ein Hut? Hä? Crazy. Das ist verrückt. Aber die 7, mit der kann ich arbeiten. Und deswegen muss ich mir den kaufen. Ja, Mann, damit kommen wir auch schon zur dritten Position. Und ich suche jetzt mal diese Position. Du hast ja direkt Joker eingefügt, ne? Du wolltest es ja direkt wissen. Bro, was kommen hier für Spieler bei mir? Wieso? Das ist ja ganz krass. Junge, hier kostet eine Karte, die kostet 1 Million Coins. Ja, dann gehst du mal ganz schnell auf Seite 2. Junge, gib mir die doch! Ja, okay, dann bleib auf Seite 1. Dann diskutiere ich die halt am Ende. Mir doch egal. Okay. Ach, Digga, du gewinnst eh nicht gegen mich. Erzähl. Das ist echt frech, jetzt diese Ansage, so dieses Selbstverständliche, du gewinnst eh nicht gegen mich. Kriegst die 9. Oh, Tim. Boah, das war ehrlich knapp. Was hast du mir denn gegeben? War die 8 oder 10? Ja, war die 8. Boah, ich wollte sogar vielleicht 8 sagen, aber die 9 hat mich mehr angelächelt. Boah, okay. Komm, ich gebe dir Seite 2 Nummer 3, Bro. Seite 1 war so schlecht. Seite 2 Nummer echt? Was? Nummer 3. Okay, da ist eh nur der gleiche Spieler. Den hole ich mir. Weiter geht's. Nächste Position. Erzähl. Ich habe ja 1, 2, gerade diese Karte, ne? Die ist so OP. 12.500 Coins. Is ready and I've got again an Icon. Du hast schon wieder ein Icon? Aber erzähl mal bei mir als erstes, bitte, Bro. Bitte, Bro, deswegen kriegst du die 5. Die 5, okay, die Karte habe ich noch nicht gespielt. Interessant aber. Komm, du kriegst Seite 1 Nummer 8. Ich wollte auch die 5, da war die Icon. Ich habe diese Psychologie probiert, dass du mir auch sagst, du kriegst auch die 5 auf dieses lockere. Nummer 8? Ja. Uiuiui, 89 rated, ist gut. Leute, mein Team sieht wirklich gut aus. Ich glaube, ich benutze meinen letzten und zweiten Joker sozusagen. Ein Spieler aus meinem Verein, den ich hier hinzufügen möchte. Und ich glaube, neben ihm hier kann ich mir nur eine Karte vorstellen, die wirklich krass ist. Und das ist er hier. Du hast Baby. Zwei Joker eingefügt und ich habe noch gar keinen drin. Das wird gleich mal Zeit bei mir, aber also ich habe die rechte Seite gesucht. Da wird nicht so viel passieren, glaube ich. Komm, bei dir Seite 2 Nummer 3. Wieder Seite 2 Nummer 3. Francesco Angelotti.
Okay. Kennst du den? Nee. Nee? Dann wirst du ihn gleich kennenlernen. So, Freunde, bei mir kommt jetzt auch mein erster Joker rein und ich brauche ein bisschen Chemie. Und was gibt Chemie? Richtig, ein Perfect Link. Und deswegen passt das, glaube ich, hervorragend, was ich jetzt hier machen werde. Zack! Super! Joker Nummer 1. Ich habe gar nicht auf Chemie geachtet, ne? Ich achte nur auf OP-Karten, Bro. Ey, das ist so geil. Die linkt ja zu dem hier und dann auch noch zu dem hier. Das merke ich ja erst jetzt. Das ist ja richtig gut gewesen. Mein Joker ist drin. Bist du auf deiner Seite? Oh! Ja. Dann kriegst du von mir die Nummer. Ja. Die Nummer 3. Ja! Digga, ich lieb dich, Bruder. Oh, geile Karte. Danke, Bro. Danke, die ist wirklich geil. Wen hast du bekommen? Skills, 5 Sterne Weak Foot. Boom, Brasiliano. Hä, wen hast du bekommen? Nächste Position. Und wenn Leute mich kennen, dann wissen sie, dass es mir jetzt ziemlich egal ist. Erzähl. Ich weiß, welche Position du suchst, weil du mir ich hasse die Position. Sagen, du diese Position suchst. Ich hasse sie, Digga. Der Torwart. Und weil es dir egal ist, ist es mir auch egal. Du kriegst die 1. Ja, ist juckt. Also, ich glaube, es ist für Chemie jetzt nicht so. Also, es ist scheißegal, Digga. Teute halten dich dieses Jahr. Ich leg mich fest. So, bei dir ist Seite 1 Nummer 1, ganz am Anfang. Nein, den nehme ich nicht. Doch. Nein, gib einen anderen. Nein. Ich will den nicht. Nein, kriegst du. Muss ich? Ja. Mann, Bro, das ist nichts für die Chemie, nichts für das Team, das ist absolut wichtig. Gar nichts. So, nächste Position. Oha, Digga, was? Also 12,5k Mindestprice Range, das ist ja heftig, was da kommt. Erzähl. Was kommt da so? Ja, so bunte Karten, Team of the Weeks. Viele, viele bunte Karten, du kriegst von mir die 7. Timothy Legma. Okay. Legma, mein Sch. Was? Ja, Timothy Legma. Denkst du, ich bin dumm oder was? Schade. du kriegst von mir Seite 1, Nummer 7. Ich will die 8. Du kriegst die 7. Ich will aber die 8. Es ist mir egal, was du willst. Kinder mit dem Willen kriegen was auf die Brillen. Richtig, ich habe mein Spiel eingefügt. Freunde, ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich meinen Joker hier oder hier verwenden soll. Und ich glaube, ich verwende ihn hier, weil ich da eine Ikone habe. Oder habe ich hier auch eine Ikone? Brauche nämlich eine Icon für die Chemie. Nee, ich bleibe dabei, dass ich den Spieler hier als meinen zweiten Starspieler einfüge, wenn es nochmal laden würde. In der Zeit, wo es hier lädt, kannst du deine Zahl bekommen und du kriegst von mir... Willst du was von unten oder von oben? Von unten. Von unten? Dann kriegst du die 3. Ich wusste es, ey. Ich dachte mir umgekehrte Psychologie. Mehr, weißt du, ich dachte so, okay, wenn ich jetzt sag, was ich will, denkt er, ich will es eigentlich nicht, aber dann will ich es. Yeah. Du hast mir jetzt keine so geile Karte gegeben. Junge, dafür muss man schlau sein, du verstehst es nicht. Ja, bei mir hat sich mein FIFA aufgehangen, so ein Ding ist das. Eine Ewigkeit später. Okay, Leute, kommen wir zur vorletzten Position. Bis jetzt, mein Team sieht also von der Chemie her nicht so gut aus, aber ich habe hier so ein paar Spieler, ne? Die richtig teuer sind und richtig geil. Okay, komm, nächste Position. Ich glaube, ich nehme jetzt die hier. Weiß, wie ich das eingestellt. Ich bin ready, Bro. Ich halte die Zahl schon die ganze Zeit in die Kamera, die ich haben will. Okay, also, dann sag mal. Nee, du sagst mir, was ich kriege. Die 2. Du bist so gnädig. Du bist so gnädig. Er kostet 660.000 Münzen und ich habe ihn bekommen. Der war nur einmal auf der Seite. Es ist so schön. Es ist so schön und ich kaufe ihn mir. Wenn du den Discard würdest, ne? Ich glaube, so 500.000 Discard wäre mal wieder was für dich. Oh, weißt du, was aber das Ding ist? Mit diesem Mann kann ich gar nicht verlieren. Mit diesem Mann werde ich hier dich rasieren. Mit diesem Mann steht mein Team und er siegt mein Team. Und du kriegst von mir jetzt nämlich nicht die 2, sondern die 6. Das ist der gleiche Spieler. 2 und 6 war der gleiche. Hat gar nichts gebracht, Bro. Aber ich glaube, die Karte ist sehr krass. Aber leider kein MAP liegen, deswegen. Wie viele Zentimeter hast du? Also Chemie? Junge, das sind Zentimeter. Sag mal, deine Chemie sind deine Zentimeter. Ich weiß es nicht, 11. 11? Ja, das kommt sogar hin. Junge! Und du? 17! Nee, das kommt auf gar keinen Fall. Ja, weil ich 20 habe. Ja! Also wenn ich eins gelernt habe, Tim, dann ist es, wenn die Leute über ihre Größe reden, dass sie meistens den kleinsten Pimmel der Welt haben. So, ich bin ready. Sag mal Statement dazu. Ich weiß nicht Statement. Du weißt das Statement nicht, ganz genau. Nein. Du weißt es. So, was für Junge? Jetzt wir haben zusammen Fußball gespielt. Wir waren zusammen duschen. Junge! Natürlich mal duschen, aber ich sag ja, du hast es genau gesehen. Du warst
Du warst die Person mit Unterhose, Digga. Sagen wir mal so. Ja, komm jetzt. Ich trotzdem gesehen. Trotzdem <Junge. aus. lacht> Okay. Es gibt die 5 nochmal zum Abschluss von mir. Die 5, okay, komm. Die habe ich 8-mal auf der Seite gehabt. Du kriegst die von mir zum Abschluss die 3, Bro, und dann ist das Team fertig. Swans? Die heißt sogar Swans, die ich habe zum Abschluss. Ich mein's selbst sogar, ohne Witz. Junge, wir reden darüber die ganze Zeit, jetzt heißt die oder so, was passiert hier? Okay, Bro, ich habe das fertige Team hier. Ich habe 15 Chemie und du? Meine Zentimeter ging sogar noch auf 21 hoch, also. 21, nochmal ein Upgrade Rating bekommen. Rating? 88er Rating. Oh, ich habe 87 nur, da hast du auch gewonnen, krass. Ich lade dich mal ein und ja, möge der bessere Spieler heute nicht diskarden, let's go. So Tim, zeig mal dein Team. Vincent Kompany? Ja, den hast du mir gegeben am Ende. Den Trainer von Bayern? Ori? Ja, Bro, Putej, Ori war meine Joke von Kompany, hast du mir gegeben am Ende noch. Oh mein Gott, was sind das für Teams hier heute? Das ist wirklich geisteskrank, ne? Das ist viel zu viel eigentlich des Guten. Aber Ori, den habe ich Bock. Ah ja, jetzt weiß ich auch warum. Junge, was ist das? Nein, Potash, wenn du den machst, ist das so ein geiles Glitch-Tor. Dann können mich hier alle fühlen, die diese Glitches benutzen. Und dann machen wir es halt so. Ey! Swanson! Swanson! Nein! Swanson in dein. Ne? Das ist ein geisteskrank mit Salto. Ich kann das nicht. Das ging schnell. Wie ich hier sitze, ist eigentlich frech. Van Dijk. Van Dijk! Was? Was macht der? Oh mein Gott. Ich hab X gedrückt, ich schwöre, warum reagiert das nicht? Oh mein Gott. Nimm mich mit, pack ich ein. Im Beifall Sky nimmt man noch so eine Tore mit. Egal. Ah ja. Oh ja. Oh ja, Sabal. Ja, weg. Nein. Wie gut ist Kompany? Es reicht. Hey, hör mal auf, mich runterzuziehen hier mit R1X. Danke, Schwolz, ich lieb die Mann. Egerberg. Tschüss, Digga. Hä? Bist du ein Idiot, Digga? Ich wollte es auch mal testen, aber er hat die vor der Vor die ganze Zeit nicht gemacht, Mann. Bist du ein Idiot, Digga? Er hat es vor die ganze Zeit nicht gemacht und jetzt war er mit dem Strafraum funktioniert. Oh, aber egal, er wäre auch so drin gewesen, also macht nichts. Ja. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Henri, Junge! Ey, du bist so schlecht beim Abschluss. Oh, der hat doch 92 oder 93 schießen und vergibt immer solche Chancen. Geht das auch mit dem? Ja, scheinbar schon. Digga, hallo, das war aber auch im Strafraum. Nein, was? Oh mein Gott, ich schwöre. Du hast ehrlich vorher gezogen, aber ich bin reingelaufen und er ist dann gefallen. Oh, Ödegaard, was denn? Oh, ich war jetzt richtig. Wo hast du geschossen? Oben rechts, ne? Zeig mal, soll ich auch nach oben rechts schießen? Okay. Nein. Oh mein Gott. Oh, Ousmane Dembélé. Boah, der ist schon in der Ecke, der hat schon geahnt. Hast du gemoved? Ja, ja. Die kommt gut, die kommt gut! Nein, Kompany. Kompany! Digga, 600k hat der Mann gekostet, 620 und er ist einfach da die ganze Zeit. Eisen. Digga, ey, diese Anschlussglitches sind echt nicht cool. Ja, Digga, das hast du 800 Mal gegen mich gemacht. Jetzt. Ja, merkst du selbst, ne? Oh mein Gott, merkst du selbst, ne? Nein! Merk ich selbst! Merk selbst, ne? Merk ich selbst! Digga, was war das hier gerade? Dreimal hintereinander geben wir uns gegenseitig das Merk selbst, ne? Nein! Oh mein Gott! Hätte ich jetzt noch kassiert, ne? Das wäre verrückt gewesen. Hohoho! Gewinn ihn und dein Konter! Gewinn! Gewinn! Von! Nein! Ja! Er pfeift ab! Ich wollte dive und dann nach vorne und dann Tor! Egal, ich habe 2 Discards. Will gar nicht meckern. 2 Discards, Bro. Boah, jetzt kann's scheppern, Alter. Du hast ein paar teure Spieler, Junge. GG. So, Freunde, ich habe umgestellt. Du darfst wählen, Bro. 2 Spieler hast du zur Auswahl.
Ich habe relativ teure Spieler am Start, Digga. Dembele Inform, Van Dijk, Neymar, würde auch wehtun. Ein paar Informs, Hakimi, erzähl. Guck mal. Meine starke Hälfte ist die rechte Seite. Rechtsfuß, Rechtshänder. Deswegen nehme ich auf jeden Fall was von der rechten Seite. Gehe ich heute in deinen Angriff? Erstmal nicht. Gehe ich heute in dein Mittelfeld? Erstmal nicht. Gehe ich heute in die Defense? Ja. Und deswegen fangen wir an auf der rechten Seite in der Defense mit deinem rechten Innenverteidiger. Dann. Was? Machen wir weiter. Du hast mich jetzt schon gebrochen, Bruder. Nein! Du hast mich jetzt schon gebrochen. Wer ist es? Nee, machen wir weiter. Also, dann machen wir nicht weiter in der Defense, weil da habe ich schon einen guten Spieler scheinbar getroffen. Außer du prankst mich gerade extrem. Dann hast du es, dann GG's an dich. Gehen wir rüber ins Mittelfeld? Nein. Gehen wir rüber in Angriff? Ja. Und dann sind wir auf der rechten Seite und dann gibt es nur einen mit dem rechten Spiegel. Niemals. Niemals! Du trollst mich. Das kann nicht sein. Bro, das ist der dickste Discount FC 25, glaube ich, bis jetzt. Wie? Virgil van Dijk und Dembele Inform. Das ist knapp 1 Million. Was mit 1 Million Discount? Was? Prank. 1 Million Coins, das Spiel ist 1 Woche draußen. Prank, löse auf. Es ist kein Prank. Es ist Bro, kein Prank. Was? Es ist van Dijk und Dembele Inform. Ich schwör auf alles, Digga. Nein, rechte Bro, I'm sorry. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe stehen lassen zum ersten Mal seit einem Jahr. Du hast stehen lassen! Ich habe stehen lassen. Ich check erst jetzt, du hast stehen lassen. Nein. Ich habe stehen lassen komplett. Ich dachte mir, ich troll dich so. Nein, Bro, ich gebe dir mal eine SBC. Ich bin sprachlos, Bro. Ich bin sprachlos. Alter. Okay, Bro. Ich bin immer noch sprachlos. Van Dijk und Ousmane Dembélé habe ich genau. Ich schaff's nicht, Bro, aber jetzt. Es ist weg. Krass. Es ist einfach weg, Bro. Er ist weg. Krass. Er ist weg. Beide. Krass. 1 Million Coins Discount. Freunde, es hat richtig gescheppert in dieser Aufnahme. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr solche kranken Videos sehen wollt. Ich glaube, Tim, das war's erstmal. 2-3 Wochen Pause. Pause. Tschüss.